Servus, Savade Knapp und all Gute, der Stefan hier. Heute geht es weiter mit dem Rentnervisum, dem Retirement Visa, den Non-Immigration O-Visum. Das Visum hat einen Nachteil, es läuft nur 90 Tage, danach muss es verlängert werden. Wie das funktioniert, erzähle ich euch gleich. Also, seid gespannt, es geht los. So, mit dem Retirement-Visum, dem Non-Immigration-O-Visum, seid ihr jetzt eingereist. Wie geht es jetzt weiter? Ihr müsst euch ganz schnell überlegen, bleibt ihr hier oder bleibt ihr nicht hier, wenn ihr sowieso schon mit der Absicht hergekommen seid, um auch hier zu bleiben. Beschafft euch schnellstmöglich ein Bankkonto. Und ich sage euch auch gleich mal, warum. Wenn ihr hierher kommt und ihr wisst, ihr wollt das Visum verlängern lassen um ein Jahr, oder rollen sich bei manchen wieder die Fußnägel hoch oder sie kriegen Pickel. Das heißt Extension of Stay, Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis. Auf manchen Thai-Seiten wird auch von Visa Extension gesprochen. Nennen wir es einfach Visa-Verlängerung und jeder weiß, was gemeint ist, wenn es auch im juristischen Sinne nicht ganz richtig ist. Drei verschiedene Szenarien gibt es für den Anfang. Möglichkeit 1. Ihr habt eine Nettorente von mindestens 65.000 Baht. Das entspricht nach heutigem Kurs 1.739 Euro. Dann ist alles okay. Dann geht ihr zum deutschen Konsulat. Hier in Pattaya macht es der Konsul Hofer. Lasst euch dieses Einkommen bestätigen. Und damit habt ihr erstmal die Basis für die Immigration. Möglichkeit 2. Ihr habt ein Bankguthaben von 800.000 Baht. Und dieses Bankguthaben muss 2 Monate vor dem Antrag der Verlängerung auf dem Konto sein. Deshalb hier in Thailand schnellstmöglich ein Thai-Konto eröffnen und aufladen. 800.000 Baht, das entspricht nach heutigem Stand 21.403 Euro. Die meisten haben weder das eine noch das andere. Ich habe letzte Woche in der Zeitung gelesen, die deutsche Durchschnittsrente bei Männern. Der Mann bekommt im Durchschnitt eine Monatsrente von 1.241 Euro. Manche bekommen mehr, manche bekommen weniger, aber wie gesagt, der Durchschnitt 1.241 Euro. Das erfüllt natürlich nicht das Kriterium mit den 65.000 Baht. Und ob ihr dann die 21.400 Euro in Barmitteln zur Verfügung habt, die ihr in Thailand investieren wollt, glaube ich auch nicht. Also ist die dritte Möglichkeit eine Kombination aus beidem. Das sieht wie folgt aus. 1.241 Euro entspricht nach heutigem Stand 46.385 Baht. Das nehmt ihr mal 12. Dann habt ihr euer Jahreseinkommen. Und das beträgt dann 556.620 Baht. Nachweisen müsst ihr ein Guthaben von 800.000 Baht. Das heißt, ihr müsst von diesen 556.620 Baht die Differenz zu den 800.000 Baht in Barmitteln auf einer thailändischen Bank hinterlegen. Das entspricht 243.380 Baht oder umgerechnet 6.511 Euro. 6.511 Euro müsst ihr hier in Thailand schnellstmöglich auf der Bank anlegen, wenn ihr eine Durchschnittsrente habt. Ihr könnt euch das jetzt mit diesen Zahlen
und eurer eigenen Rente selbst durchrechnen, welchen Betrag ihr dann letzten Endes hier anlegen müsst. Ihr lasst, wenn ihr die 800.000 Baht Guthaben habt, euer Guthaben auf der Bank bestätigen. Wenn ihr zur Bank kommt und sagt, ihr braucht eine Bestätigung für die Immigration, die wissen Bescheid, die stellen euch einen Brief aus, der kostet, ich meine, 200 Baht. Und dann geht ihr mit dem Brief und der Kopie eures Bankbuches oder besser noch dem Original eures Bankbuches zur Immigration. Wenn ihr die Mischung aus den beiden macht, müsst ihr das von der deutschen Botschaft, also hier in Pattaya, Konsul Hofer, bestätigen lassen. Das heißt, ihr müsst eure monatliche Renteneinkünfte bestätigen lassen. Ihr müsst zur Bank gehen und müsst euch dort das Bankguthaben bestätigen lassen und dann geht ihr mit diesen Unterlagen zur Immigration. Wenn ihr dort seid auf der Immigration, braucht ihr natürlich auch noch euren Reisepass und eine Kopie von der ersten Seite eures Reisepasses und eine Kopie vom Einreisestempel, eine Kopie am besten vom Originalvisum, einen Wohnsitznachweis und einem Anmeldeformular. Das Anmeldeformular bekommt ihr direkt am Eingang. Das müsst ihr ausfüllen. Das ist kein Hexenwerk. Das Einzige, wie gesagt, was ihr mitbringen müsst, die Unterlagen, die ihr für euer Guthaben habt, euren Reisepass, den Wohnsitznachweis, alles andere, inklusive Stift, bekommt ihr auf die Immigration. Auf der Immigration. Kopien könnt ihr auf die Immigration machen. Wenn ihr ein Passbild benötigen solltet, könnt ihr auf die Immigration machen. Alles kein Problem mehr. Aber wie gesagt, der erste Schritt, wenn ihr hier nach Thailand kommt, für euer Bankguthaben, macht sofort ein Bankkonto auf. Und wem das zu kompliziert ist, der kann zu einer Visa-Agentur gehen, die kümmern sich um euch. Das sind Kosten zwischen 10.000 und 15.000 Baht, habe ich mir sagen lassen. Vielleicht auch höher. Wenn es euch das wert ist, macht das gerne. Ich habe mich da durchgekämpft. Es ist kein großer Akt. Ihr müsst halt nur die einzelnen Schritte befolgen. Wenn ihr dann eure Extension of Stay bekommen habt, also die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis oder die Visa-Verlängerung, müsst ihr euch danach alle 90 Tage auf der Immigration melden. Das ist kein großer Akt. Da geht ihr hin, gebt euren Pass ab. Und eine Stunde später könnt ihr den abholen, steht ein neues Datum drin, nach 90 Tagen wieder neu melden. Und die Prozedur, die ihr vorher durchgemacht habt, mit der Extension of Stay, die müsst ihr natürlich jedes Jahr wiederholen. Und das war's für heute. In dem Sinn, tut Gutes, habt Spaß und genießt euer Leben. Tschüss, euer Stefan.